Heute ist der 12. Dezember 2021. Diese Frau, die Susanne Preußger, die schon seit ein paar Jahren tot ist, die hat mal in der JVA gearbeitet und wurde da Opfer einer Geiselnahme und wurde dabei wohl auch vergewaltigt. Naja, kam dann halt lebend da raus, aber wurde halt vergewaltigt und so, war dann seelisch geschädigt, hat dann auch ein Buch geschrieben und war, wie man hier lesen kann, ja auch kritisch, also hat sich kritisch, hier steht es, zur Entlassung von Straftätern aus der Sicherungsverwahrung geäußert. Ja, und angeblich steht er hier unten, ist angeblich durch Suizid gestorben. Hat sich also das Leben genommen im Alter von 58 Jahren. Also ich sehe das immer ein bisschen sehr kritisch, weil das gibt's häufig, dass in Deutschland Leute sich kritisch gegenüber der Justiz, wollen der Strafjustiz äußern und dann angeblich Selbstmord begangen haben. Das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich die berühmte Berliner Jugendrichterin Kirsten Heisig. Angeblich hat die sich völlig primitiv an einem Baum oder an einer Laterne aufgehangen. Ich glaube, es war ein Baum. Totaler Schwachsinn. Das würde eine Frau mit so einem IQ, so einem hohen IQ nicht machen. So, und diese Susanne Preußger hier war bestimmt auch nicht minder intelligent. Sie hat die Justiz kritisiert und dann hat sie Suizid begangen. Ich meine, klar, wenn sie vergewaltigt worden war und so und überhaupt Opfer einer Geiselnahme war und während dieser Geiselnahme eben vergewaltigt worden ist, hatte sie bestimmt keine so gefestigte Seele mehr. Insofern wäre ein Selbstmord nachvollziehbar, verständlich, also meine ich ernst. Ich habe dann wirklich Verständnis für Leute, die sich selbst umbringen, aber sie war halt auch kritisch gegenüber der Strafjustiz, gegenüber dem System. Deswegen bleibt für mich ihr fader Beigeschmack, ob sie sich wirklich hat selbst umbringen lassen, wollte ich schon sagen. Ja. Ob sie wirklich Suizid begangen hat. Hier ist ein Mann, der Jan Robert von Rennes. Vermute ich mal, so spricht man das aus. Das ist, glaube ich, ein Sozialrichter, ja. Und der hat sich auch schon kritisch geäußert. Ja, ist ein kritischer Geist. Und hier steht dann halt auch, dass er mehrere Repressalien erfahren hat. Ich gehe jetzt hier gar nicht mehr drauf ein. Hier steht halt nur, dass sobald er halt kritisch war und so, hat sich halt kritisch geäußert. Das darf man ja in Deutschland. Leider ist das ja nur ein theoretisches Recht, weil in der Praxis das ist halt dann so, dass du dann Repressalien erfährst. Das kann man hier gut durchlesen. Müsst euch den Bericht einfach dann mal, müsst ihn einfach googeln. Ich muss das in ihm alles verlinken. Hab ich keinen Bock zu. Ja, und das finde ich abartig. Ich meine, da hat sich ja bestimmt überwiegend sachlich geäußert. Und in Deutschland ist es bei vielen Dingen völlig egal, wie sachlich und klar und verständlich du dich ausdrückst bei Kritik. Sofern es Kritik ist, wirst du fertig gemacht. Ja, und das ist ja natürlich, das ist ja völlig wieder dem Grundgesetz mit der Meinungsfreiheit und so weiter. Und da kommen wir dann wieder in frühere Jahre, auch Jahre vor 1933. Und das ist total abartig. Der Typ hier in der Mitte ist auch abartig, einfach weil er wie ein Nazi-General aussieht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie kann man so rumlaufen? Ich weiß nicht, von wann. Jetzt weiß ich nicht, von welchem Jahr das hier ist, wo der hier steht. Aber so würde ich nicht rumlaufen. Der sieht es, er sieht aus wie ein Kinderschreck, der Typ. Einfach total abartig. Wie kann man so rumlaufen? 1933 bis 45 wäre der Mann total gefeiert worden. Also das ist ja abartig. Wie kann man so rumlaufen? Bei dem passt ja nichts. Also insofern passt alles zu dem. Sein Mantel, sein Schnauzbart und seine Mütze. Das sieht aus wie so ein SS-General. Finde ich einfach widerlich. Jedenfalls, ich habe mir das mal hier durchgelesen. Die Justizvollzugsanstalt Kassel
Die wird in Teilen saniert. Und das über Jahre hinweg. Oder wurde saniert. Jedenfalls, ich habe ja deutlich gelesen, ich muss mir das halt mal googeln, Grundsanierung der Haftanstalt. Genau, die wollen das in mehreren Etappen sanieren. Ja, erst das Haus, dann das andere Haus und dann das. Ich meine, wie man sieht, ist das ja auch absolut nötig und vielleicht 30 Jahre überfällig. Ich meine, guckt euch diesen ekelhaften Bau mal an. Das sieht ja aus wie... Oh, das ist ja einfach abartig. Also es wäre doch viel, viel sinnvoller, wenn man eine neue JVA baut und diesen Ranzschuppen hier einfach abreißt. Was macht denn das für einen Sinn? Erst machen sie den Flügel B, auch meistens immer Flügel. Guckt mal, die sanieren vielleicht, da gibt es vielleicht 4 solche Hafthäuser, wir sehen jetzt hier 2. Ja, vielleicht auch 6, vielleicht auch 8, ist ja egal. Die sanieren erst das eine. Das dauert, weiß nicht, 2 bis 3 Jahre. Da wohnen dann die Gefangenen ordentlich. Der äußeren Optik her und von den Zellen, von den Hafthäusern innen betrachtet. So, und die anderen, die dann noch in den Ranzbauten wohnen, in den unsanierten, die sind entsprechend neidisch. Guckt mal, die fangen vielleicht 2022 an. Ehe das letzte Hafthaus saniert ist, ist es vielleicht 2030. Das ist für mich immer total unlogisch, weil das ist so sinnlos. Erstens über Jahre dieser Lärm und Staub und Dreck, da macht es doch viel mehr Sinn, eine neue JVA zu bauen oder alles auf einmal zu sanieren. Alles auf einmal, ja klar, dann müssten die Gefangenen raus, irgendwo anders hin. Wenn das nicht geht, naja, Pech. Aber so in Etappen zu sanieren, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Weil das eine Hafthaus ist dann schon 2023 fertiggestellt und das letzte vielleicht erst 2030. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so hohl. Ja, wie gesagt, Neid unter Gefangenen und so macht keinen Sinn für mich. Hier mal eine schöne Nachricht von diesem, ja, nicht sehr sympathisch wirkenden Herrn. Sieht aus so wie so ein Kinderschreck. Bestimmt hat mal seine Frau und Kinder geschlagen und gedrillt. Ja, aber vor allem hat er für die Deutsche Bank gearbeitet. Und dass der dann gestorben ist, mit, keine Ahnung, wie alt er war, 82 oder so. Ja, 86 steht's ja. Hab nur oben geguckt jetzt. Ah ja, hätte schon mal 15 Jahre eher sterben können. Also, ist ein, ja, ist ein schöner Beitrag. Ja. Solche Typen sind nichts wert. So, hier hat ein Boxer, der hier aussieht ein bisschen wie so ein deutscher K1. K1 ist ja deutsch, oder? Was ist das eigentlich für ein bekloppter Rappername? K1, was soll denn das heißen? Ja, der hat hier seine Frau halt, oder seine Ex-Freundin den Kiefer mehrmals gebrochen. Und als Boxer, natürlich ziemlich primitiv. Aber, ja, was ja auch erwähnt wird und dann viel zu selten differenziert betrachtet wird, diese scheiß Tussi. Also erstmal, ich finde es absolut abartig, was der gemacht hat. Ja, das eine rechtfertigt das andere nicht. Ich finde vielleicht, er hätte Gewalt anwenden können gegen seine Frau, da gehe ich ja gleich drauf ein. Aber nicht so und nicht so krank. Ja, jetzt mehrmals ein Kieferbrechen, was ist denn los? Der hat das ja bewusst gemacht, der weiß, was er kann als Boxer. Aber... Seine Ex-Freundin hat ihn auch mehrmals gereizt, bis zum Äußersten wahrscheinlich, hier steht, massiv provoziert und zuletzt auch geschlagen. Deswegen habe ich mit dieser gottbeschissenen Unterhure kein Mitleid. Ich hoffe, sie hat richtig viel Schmerzen gehabt, weil das ist das Problem. Nochmal, nein, es geht nicht klar, dass der Typ ihr mehrfach den Kiefer gebrochen hat. Das geht einfach nicht klar. Trotzdem habe ich mit dieser Unterhure, die für 2,50 Euro... null Mitleid. Warum denn auch? Sie hat ihn massiv provoziert und vor allem hat sie ihn geschlagen. Und das ist ein großes Problem bei scheiß Frauen. Überall auf der Welt. Die Frauen meinen sich viel zu viel rausnehmen zu dürfen. Das heißt, sie meinen vor allen Dingen Männer schlagen zu dürfen nach dem Motto, du darfst mich eh nicht zurückschlagen, du bist ein Mann, ich bin eine Frau. Was ist denn das für ein Gedankengut? Viele Frauen werfen Männern vor, Neandertaler zu sein. Ja, das stimmt ja auch. Aber umgekehrt ist es oft genauso. Wenn mich eine Frau zu Unrecht schlagen würde, dann würde ich ja eine Faust zurückgeben. Wenn sie im Dreck liegt, sage ich, na, da trifft sich das Niveau ja passend. Und dann würde ich sie noch anspucken und sage, wenn du mich noch einmal anguckst oder anfasst,
dann frisst deine Fresse den Dreck noch tiefer. Ah, mal gucken, wie lange das Video auf YouTube sein wird. Ein bisschen schade, weil ja nicht nur das Video hier vorkommt, aber ich gebe dem Video nicht lange. Nochmal mache ich es wahrscheinlich nicht, weil ich die ganzen Seiten bis dahin gelöscht habe. Aber YouTube ist dahingehend auch ziemlich verweichlicht geworden. Gut, gewisse Gesetze Hass im Netz sind ja in Ordnung, aber wenn es dann falsch ausgelegt wird. Aber die Frau hier, da habe ich überhaupt kein Mitleid. Und ich hoffe, die hat ihr Leben lang zu kämpfen. Vielleicht muss sie aus der Schnabeltasse trinken oder was weiß ich. Mein Gott, wie ich diese aufploppenden Dinge hier immer verachte. So, hier gibt es auch wieder so eine komische Tante. Das heißt komisch und gut, sie hat erstmal gegen die AfD gewehrt, das ist erstmal in Ordnung. Ach so, ja, sie hat jetzt sich dann auch irgendwie, also erstmal wurde sie von der AfD angemacht irgendwie wohl. Und hat dann zurückgekontert und hat wohl, ja genau, sie hat einen AfD-Politiker beleidigt. Und hat deswegen einen Strafbefehl bekommen wohl. Oder eine Geldstrafe, einfach so, ist ja nun egal. Wie die Geldstrafe war, durch Urteil oder Strafbefehl, hat sie jetzt nicht zahlen wollen. Und hat davon, jetzt hat sie einen Haftbefehl. Und die ist halt der Meinung, erst wenn der AfD-Typ auch mindestens zu einer Geldstrafe von 100 Euro oder überhaupt verurteilt wird, zahle sie das auch. Ja, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Was ist denn das für ein Rechts- und Unrechtsbewusstsein? Wenn sie jemanden beleidigt hat, dann dazu verurteilt worden ist, dann muss sie die scheiß Geldstrafe zahlen. Was ist denn das für ein Scheiß? Also, sicherlich war sie zu Recht sauer auf den AfD-Typen hier, auf den Andreas Wienhardt. Aber was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sie darf sie halt trotzdem nicht beleidigen. So wie auch AfD-Leute nicht irgendwelche Ausländer oder sonst. Oder von mir aus Migranten oder auch Deutsche oder Deutsche, die migrantisch aussehen oder wie auch immer, auch nicht beleidigen dürfen. So, und sie hat ihn beleidigt, wurde dazu verurteilt, hätte ja auch Rechtsmittel einlegen können, weiß nicht, ob sie das getan hat. Naja, und jetzt will sie die Geldstrafe nicht zahlen nach dem Motto, ich zahle das nur, wenn der ebenfalls verurteilt wird. Also das, was ist denn das für ein Unsinn? So, und hier habe ich mich jetzt noch gar nicht ein... Ach, der Mist wieder, ja. Aber trotzdem muss ich hier nochmal gucken, was genau mich hier aufgeregt hat. Ja, was ist denn jetzt am Plastik so schlimm? Weil sie die Weltmeere verschmutzen oder was? Also die ich glaube, die Herstellung und die Verwendung von Plastik ist doch nicht schlimm. Was kann, also abgesehen davon, dass Amazon und Jeff Bezos der letzte Dreck sind, hatte ich schon so oft gegen verschiedene Bestimmungen verstoßen haben. Jeff Bezos ist ein übelst arroganter Arsch. Frage ich mich, Amazon ist einfach viel unsympathischer als eBay, das heißt nicht, dass eBay perfekt ist. Frage ich mich, was ist denn das Problem an Plastikverpackungen? Wo ist das Problem? Die Herstellung ist, glaube ich, jetzt nicht schädlich. Das Verwenden auch nicht. Was könnten Verwender von Plastik aller Art, von Folien, Plastikverpackungen dafür, dass es Idioten gibt, die die tonnenweise in den Meere schütten oder sonst wo irgendwie illegal ablagern. Was könnten die Leute dafür, die ihren Müll ordentlich trennen? Na, nichts. Da könnte man doch jetzt auch sagen, weil es gibt ja so, nicht nur Greta Thunberg und so, es gibt ja dann seit Jahren so die Bewegung, hier verbannt Plastik aus eurem Leben. Das geht nicht und muss auch nicht gehen. Könnte ich genauso sagen, ich meine, es gibt hier genug Leute, die irgendwelche Reifen illegal lagern. Ja, und die sind ja auch nicht jetzt so mega sinnvoll, mega nützlich für die Umwelt. Im Übrigen gibt es auch ein Problem mit massiven, so vielen leerstehenden Häusern, was ja dumme Idioten unter dem Begriff Lost Place nutzen, um da einzusteigen, so eine richtige Seuche auf YouTube. Ja, so viel zahlreiche Gebäude und Gehöfte in Deutschland, die einfach leer stehen und keinen Sinn mehr haben. Wie wär's denn mal, wenn man den ganzen Scheiß mal abreißt?
Die stehen einfach nur da, sind gefahren, sind hässlich und ja, jedenfalls über den Plastik verstehe ich es nicht. Also Herstellung ist okay, Verwendung ist okay und wenn dritte Leute das falsch entsorgen, was könnten da die Masse dafür, die das richtig entsorgt? Nichts. Ja, das war ja das mit der Flutkatastrophe im Ahrtal. Also nicht nur hier der Kachelmann, was wohl mit als sein, wie heißt das? Naja, jedenfalls sein Wettermedia oder weiß nicht, wie seine Firma jetzt heißt. Das gilt wohl mit als seriöseste Wetterquelle überhaupt in Deutschland. Jedenfalls die und andere haben ja schon einige Tage vorher angekündigt, dass es dazu höchstwahrscheinlich zu einer schlimmen Flut kommen wird. Und die Regierung hat einfach nicht drauf reagiert. Für mich ist die Regierung hier haftbar zu machen wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung. Weil die wurden ja gewarnt, die wussten, was passiert. Die wussten auch, dass es Tote gibt. Ja, warum wurde denn da nichts gemacht? Ich glaube, 180 Tote gab es da und so. Natürlich viele Verletzte und fallen natürlich zahlreiche Sachbeschädigungen. Das wurde jetzt natürlich einfach wieder vergessen, ja. Und natürlich hier auch der widerliche Ex-Gesundheitsminister, der so hässlich aussieht, wie halt meistens Menschen mit dieser Orientierung halt aussehen, aber vor allem extrem unsympathisch ist. Der soll ja, also sein Ministerium da für Millionen Gelder Masken bestellt haben. Und das wurde nicht bezahlt. Und anstatt die alle in Untersuchungshaft kommen und verurteilt werden, passiert dann nichts. Das ist einfach nur abartig. Mir fällt aber auf, ja, dass man, das finde ich schlimm an mir selber, das ist mir schon oft durch den Kopf gegangen, dass ich halt oft oder meistens zu wenig, dass ich halt immer so, naja, also manchmal denke ich mir, ich komme halt so typisch AfD-haft rüber, wo ich kritisiert habe, auch gerade eben. Ich kritisiere zu wenig Linke. Aber ja, das sind halt immer die Themen, die, weiß nicht, gibt's. Also oft genug höre ich mich vielleicht so an wie so ein typischer Ostdeutscher, der AfD wählen will oder Querdenker ist, aber genau das bin ich nicht. Ich verachte alle politischen Parteien und Bewegungen. Ich mag nicht das eine mehr als das andere. Ich verachte Linke und Rechte genauso wie Grüne, SPD, FDP, CDU, CSU und so weiter. Querdenker mag ich nicht, Reichsdeutsche mag ich nicht, Menschen mag ich nicht. Ich mag eigentlich nur mich selbst.